Darf ich euch behilflich sein? Gerne doch. Normale Waffen. Okay, für das Geld können wir uns nichts holen. Wir haben nur 400. Aber gucken konnten wir trotzdem. Ja, aber wohin muss ich? Es wird mir nichts mehr auf der Karte angezeigt. Hä? Bin ich blind? Oder? Oder ist es gerade wirklich nicht auf der Karte? Befehligungsmission, ja, schön. Benachrichtigungscenter, nein. Animus-Datenbank. Ja, wo muss ich hin? Hallo? Würde jetzt gerne wissen. Wohin? Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Ach, da ist er wieder. Beim Schnellreisepunkt, okay. Deswegen habe ich es nicht gesehen, weil das um den Schnellreisepunkt drumherum war. Fies. Da kann ich dann lange gucken. Warum ist mir eigentlich nicht einfach? Ah, genau. Weiß. Schnellreise dorthin. Gutes. Und irgendwie hängt es gerade ein bisschen. Nein, passiert. Naja, dann reißen wir halt mal das schnell hin, aber war fies versteckt, muss ich zugeben. Dann interagieren wir mal jetzt ein bisschen, laufen hier in den Animus rum und schauen mal, was der gute Herr von uns bereithält. Und nochmal in der Kanalisation. Ja, ja, ja. Habe ich es vermisst? Nicht. Ah, da ist einer zum Anzünden. Flup. Ah, wir sind schon wieder so gut wie draußen. Oder auch nicht. Ich denke, so ein Mann wird nicht so schnell von der Krone träumen. Jedermann träumt von Krone. Das ist unsere Natur. Was würdet ihr denn tun? Ihren Anführer unfruchtbar machen. Ohne Erben gibt es keine Dynastie. Und die Macht könnte vielleicht beim Volk bleiben. Okay. Auch eine Möglichkeit. Erfolgreich oder nicht, bleibt man dahin gestellt. Alter, das Brummen. Dieser Tunnel führt in den militärischen Bezirk. Und der Admiral? Er wartet auf das Signalfeuer. Und dann beginnt er den Angriff. Okay. Und wir werden auch da sein. Gut, Herr Schorsch. Guter Fleischermeister. Mit deinem Fleischerbeil. Er ist zwar keiner, aber kommt irgendwie einem so vor, mit seinem gefühlt 2 Meter langen Ding. Ja, rufe dich ruhig ein bisschen am Brunnen aus, passt schon soweit. Genau, bleib einfach da stehen.
bleiben! Haltet ihn! Ah, super. Headbutt! Anti's dead. Jetzt soll ich abhauen. Tu dir nicht! Es sind nur wenige, die mir entkommen. Ist mir jetzt scheißegal, ich kämpfe mir einfach durch. Ich will sowas von egal. Auch wenn ich dabei drauf gehe, aber so ist es wert. Ich sehe nix! Kamera! Das Kameraführung! Kann die Kamera bitte ein bisschen. Aua. Besser werden. Dankeschön. Alter, ich sterbe. Ich sterbe. Weg hier. Weg. Okay, ich glaube, es sollte doch laufen. Hier ist niemand. Tut einfach so, als wäre ich nie da gewesen. Am Arsch zu langsam. Ich bin schneller als ihr. Dafür habt ihr Musketen. Oh. Und Pistolen. Hallo, hoch da bitte. Hoch da. Hallo. Connor. Ah, darüber, okay. Alter, schießt noch halt mehr rum. Hoch da, ja genau, dann gehen wir. Hey, gedacht, der kann da hochspringen, aber so. Naja, passiert. Dann zünden wir mal das Signalfeuer und der Angriff kann beginnen. Alter! Alter, wir haben ziemlich einen abgekriegt. Wie auch immer er dahin kann, aber. Er ist wohl. Ja. Oh. Klingt nach einer guten Idee. Wo bist du, Charles? Fort. Hafem. Boah, shit. Oh, voll in die Eier. Das gehört sich nicht, Connor. Komm schon, du. Du bist mir nicht gewachsen, Connor. Trotz allem Geschick bist du nur ein Kind und musst noch viel lernen. Oh, Alter. Gib mir Lee! Unmöglich. Er ist unsere Hoffnung für die Zukunft. Die Schafe brauchen den Hirten. Der Mann wird uns alle ins Verderben stürzen. Und getadelt. Er kann dir nun nicht mehr helfen. Ein kurzzeitiger Rückschlag. Er wird rehabilitiert. Okay, Kampf gegen unseren Vater. Oh, unfair. Und hier mit unserem Tomahawk, jawohl. Du tust, als hättest du das Recht zu richten. Und mich und die Meinen zu verurteilen. Obwohl alles, was ich dir zeigte, was ich sagte und tat, klar das Gegenteil bewiesen hat. Alter, ich soll den doch kontern. Wir haben deinem Volk nichts getan. Schnauze, helfe. Wir unterstützten die Krone nicht. Natürlich tut ihr das nicht. Wir wollten dem Land Einheit und Frieden bringen. Wie soll ich den kontern? Unter uns wären alle Menschen gleich. Versprechen die Patrioten dasselbe? Ja, wie soll ich den kontern?
Du tust, als hättest du das Recht zu richten. Und mich und die Meinen zu verurteilen. Alter. Obwohl alles, was ich dir zeigte, was ich sagte und tat, klar das Gegenteil. Hä? Den kann ich nicht kontern. Konnte ich nur, das geht doch gar nicht. Nichts getan. Wir unterstützen die Krone nicht. Na, jetzt geht's. Ah, okay, jetzt geht's. Bumm. Wir wollten dem Land Einheit und Frieden bringen. Unter uns wären alle Menschen gleich. Ja, genau. Patrioten dasselbe? Alter, das ist voll schwer. What the fuck? Alter. Hey, Fam, du bist übel. Aber wenigstens weiß ich jetzt ungefähr, wie es funktioniert. Und mich und die Meinen zu verurteilen. Obwohl alles, was ich dir zeigte, was ich sagte und tat, klar das Gegenteil bewiesen hat. Alter, ich kann dir nicht kontern. Wir haben deinem Volk nichts getan. Ich kann dir nicht kontern. Wir unterstützen die Krone nicht. Schnauze. Wir wollten dem Land Einheit. Unter uns wären alle Menschen gleich. Versprechen die Patrioten dasselbe? Alter, manchmal geht's, manchmal nicht. Sie versprechen Freiheit. Alter. Was ihr Alter! Es ist voll schwer. Mal gucken, vielleicht kommt da jetzt auch noch ein Cut rein. Wird man dann sehen. Boah, Alter, ich krieg's kotzen. Du tust, als hättest du das Recht zu richten. Alter! Und mich und die Meinen zu verurteilen. Obwohl alles, was ich dir zeigte, was ich sagte und tat, klar das Gegenteil bewiesen hat. Alter! Wir haben deinem Volk nichts getan! Wir unterstützen die Krone nicht. Wir wollten dem Land Einheit und Frieden bringen. Boah, ey. Unter uns wären alle Menschen gleich. Alter, das ist schwer. Die Patrioten dasselbe? Alter, wie soll das gehen? Sie versprechen Freiheit. Also. Boah, schwer. Gib auf und ich verschone dich. Große Worte von einem Todgeweihten. Geht es dir besser? Auch wenn es scheint, als würdet ihr siegen, stehen wir wieder auf. Und weißt du warum? Unser Orden entstand aus einer Erkenntnis heraus. Wir brauchen kein Credo, keine Belehrungen durch verzweifelte alte Männer. Wir brauchen nur die Welt zu sehen, wie sie ist. Und deshalb werden die Templer niemals untergehen. Auf Wiedersehen. Es tut mir leid.
glaube nicht, ich hätte vor, deine Wange zu streicheln und mir Fehler einzugestehen. Ich weine nicht und frage, was hätte sein können. Das verstehst du sicher. Ach, dennoch bin ich irgendwie stolz auf dich. Du besitzt große Entschlossenheit, Stärke, Courage, alles edle Tugenden. Ich hätte dich längst töten sollen. Jetzt ist es zu spät. Wir haben ein Problem. Haytham hat das Amulett nicht mehr. Aber der Tempel schickt noch Daten. Da muss noch mehr dran sein. Nur ein Weg, es herauszufinden. Weitermachen.